Willkommen zu unserem zweiten Webinar, zu unserem Baukasten. Wir haben gestern schon ein paar Dinge in der Oberfläche gezeigt. Hoffen, ihr konntet etwas lernen und habt eure Hausaufgaben gemacht oder auch nicht. Hier sprechen Christoph, der mir schräg gegenüber sitzt, in ungefähr 2 Meter Abstand, und ich bin Timo. Wir sitzen beide im Marketing der Dogado-Gruppe und dazu gehört auch Checkdomain. Genau, heute geht es um ein paar Themen. Wir werden uns nicht sklavisch an diesen Plan halten, weil wir gestern schon so ein paar Sachen vorgegriffen haben. Also wir zeigen nochmal die Navigation, wie man Seiten sinnvoll befüllt und auch kopiert und dupliziert. Genau. Gehen nochmal auf das Thema Zeilenspalten, Text mit Bild anlegen ein. Gehen nochmal in die Bilder und die Bilddatenbank und die Bildorganisation. Man kann da auch Ordner anlegen für seine eigenen Bilder und das ein bisschen besser organisieren. Zeigen heute dann auch mal live, wie man dynamische Inhalte, zum Beispiel in der Fußzeile, zentral pflegt und auf allen Seiten entsprechend veröffentlichen kann. Und wir bauen ein Kontaktformular, wenn wir das schaffen. Müssen wir gucken, wie wir in der Zeit liegen. Wir wollen also heute auch wirklich anfangen, die Seite zu bauen für den Markus. Und wenn wir da noch zu kommen, bauen wir noch eine Google Maps Karte ein. Das ist so der grobe Plan. Wir versuchen uns dran zu halten. Wenn nicht, machen wir morgen damit weiter. Wir haben noch ein paar Tage Zeit dafür, das alles durchzuziehen. Und jetzt werde ich mal versuchen, den Christoph zum Moderator zu machen. Okay. Und dann könnt ihr gleich Christophs Bildschirm sehen, wenn er ihn freigibt. Dann kann das losgehen. Und wie gesagt, bitte schreibt eure Fragen in das Fragenfenster, dann kann ich schon mal nebenbei so ein bisschen was beantworten. Es kann sein, dass wir hier Funktionen zeigen, die nicht in allen Baukastentarifen vorhanden sind. Zum Beispiel das Seite duplizieren geht in der mittleren Version nicht, das geht nur in der größten Version tatsächlich. Aber dass ihr es gesehen habt, wie es geht halt, und falls ihr auch einen größeren Baukasten habt, damit kann man duplizieren. Das sieht man dann im Baukasten selbst, wenn man auf eine Funktion klickt, die nicht unterstützt wird, dann kann man von dort aus dann entsprechenden Upgrade durchführen. Das nur als Info, falls ihr seht, dass bei euch Dinge nicht funktionieren, kann es daran liegen, dass es dann der falsche Tarif ist. Okay, dazu genug und jetzt viel Spaß mit Christoph. Ja, moin und herzlich willkommen auch von mir. Wir gucken uns jetzt als erstes einmal an, wie man am besten die Navigation strukturiert und was man beachten sollte, bevor man mit der Navigation anfängt. So, wir haben ja unseren Kunden, der möchte gerne eine Seite zu seinem Geschäft haben. Ist im Bereich Mode tätig. Das heißt, wir werden ganz viele schöne Fashion-Fotos haben. Wir haben Inhalte bekommen zu den einzelnen Herstellern der Kleidung und dazu möchte er jeweils auch eine Unterseite haben. Hier, wenn man jetzt links in die Navigation einmal klickt, haben wir den Reiter Seiten. Dort haben wir alle Seiten aufgelistet. Man sollte sich schon vorher klar machen, welche Inhalte man ungefähr hat. In unserem Fall sind es wirklich nur die einzelnen Hersteller. Vielleicht nochmal eine kleine Über-uns-Seite und die Startseite. Ich fange in diesem Fall meistens nicht mit der Startseite an, weil ich auf der Startseite nachher die einzelnen Themenbereiche anteasern will. Und wenn ich die einzelnen Themenbereiche soweit umgesetzt habe, dann fange ich an, die Startseite zu bauen, weil ich dann weiß, was ich genau anteasern möchte auf der Startseite. Das heißt, wir würden uns erstmal angucken, welche Seite denn zu unseren Vorstellungen passt, zu unserem Thema. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Herstellerseite, da möchten wir zum Beispiel Bilder der Marke drauf haben und einen kleinen Text. Das hat dieses Template schon ganz gut gemacht. Dann haben wir eine Überschrift, wo man die Marke reinmachen könnte. Dann haben wir hier einen Bildbereich, in dem wir so eine kleine Diashow haben. Und nochmal einen kleinen Textbereich. Das würde schon sehr gut passen, denke ich. Und dann zeige ich gleich einmal, wie man diese Seite denn sinnvoll befüllt. Hier unten haben wir nochmal einen kleinen Teaser für zum Beispiel andere Marken. Das macht Sinn, damit man irgendwie von einer Seite zu anderen Marken noch geleitet wird. Und
Ja, damit ihre Kunden auch weitere Produkte kennenlernen können. So, wie ich da erstmal rangehe, ich baue erstmal den Navigationsbaum, den räume ich ein bisschen auf, weil wir haben hier viele Seiten, die alle nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Das brauchen wir im Prinzip nicht. Es reicht, wenn wir eine Seite haben, die nach diesem Schema aufgebaut ist. Deshalb gucke ich jetzt nochmal durch, ob irgendeine noch ein anderes Schema hat. Vielleicht kurz dazu, wenn ihr ein Template auswählt, sind dann diese Seiten schon da. Deswegen sind jetzt hier schon so viele Seiten drin. Das ist nicht, dass wir die schon angelegt haben im Hintergrund, sondern jedes Template hat schon bestimmte Seiten, die auch je nach Template entsprechend Sinn machen tatsächlich. Also wenn man ein Veranstaltungstemplate nimmt, dann sind da halt schon Anmeldemasken drin und Zeitpläne und so weiter. Also deswegen ist das hier schon so, gibt es hier schon so viele Seiten. Also nicht wundern und da einfach aufräumen. Genau, so, dann würde ich einmal anfangen. Das ist ganz einfach. Wir löschen einfach die Seiten, die wir nicht mehr brauchen. Dazu klickt man hier einmal auf dieses Zahnrad und kann hier ganz unten auf Löschen klicken. Und dann bestätigen wir das noch einmal. Und so können wir erstmal vorgehen. Keine Sorge, der Baukasten macht natürlich zwischendurch immer mal Backups, sodass, wenn Sie aus Versehen mal eine Seite gelöscht haben, nochmal an den Anfangspunkten zurückgehen können. So, dann löschen wir die einmal, die, die wir nicht brauchen. Und schon haben wir so ein bisschen aufgeräumt und das Ganze wird ein bisschen übersichtlicher. So. Dann haben wir noch eine Seite übrig hier, die dann nach unserem gewünschten Schema aufgebaut ist. Jetzt muss man sich überlegen, was für Texte habe ich, was für Bilder habe ich, wo passen die am besten rein. In unserem Fall ist das relativ einfach. Wir haben einen Text und Bilder von dem Kunden bekommen. Hier macht es jetzt zum Beispiel Sinn, dass hier der Markenname drin steht. Hier nachher die Bilder reinkommen und hier der kleine Text, den wir bekommen haben. Da würde ich auch von oben nach unten wirklich durchgehen. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter und einfacher. Jetzt werde ich einmal meinen Hauptbildschirm übertragen, damit man es ein bisschen sehen kann. Wir haben einmal hier den Text zu einer Marke. Die Marke heißt Charles. Da können wir das einfach mal kopieren, entweder mit Steuerung C oder mit Rechtsklick und kopieren. Und dann können wir es ganz einfach in den Baukasten einfügen. Und es hat dann auch schon die gewünschte Formatierung. Was vielleicht hier nochmal zu beachten ist, der Baukasten hat hier eine H2 eingestellt. Für Überschriften, für überrangige Überschriften macht es Sinn, als erstes eine H1 zu wählen. Die kann man dann optisch auch nochmal genauso anpassen, wie es dann in dem Fall war. Genau, dann ist das Überthema schon mal als H1 deklariert. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Text. Da muss man gucken, jetzt haben wir einen Text zu der Marke bekommen. Hier ist jetzt so ein kleiner Bereich. Meistens, wenn man noch nicht weiß, ob man das Element behalten will oder nicht, oder vielleicht möchte man da doch Text drin haben, dann bedienen wir uns einfach eines Blindtextes. Kann man zum Beispiel lorem-ipsum.de nehmen und sich da so ein bisschen was rauskopieren bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kann man das schon mal einfügen. Dann hat man schon mal so ein bisschen Inhalt und weiß, okay, da möchte ich später noch mal was einfügen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was genau dahin soll, aber ich habe es schon mal befüllt mit ein bisschen Inhalt, nur damit ich schon mal weiß, wie das nachher aussieht. So, was wir jetzt machen, ist der wichtigste Bereich für diesen Kunden, die Bilder. Wir haben hier jetzt schon eine Diashow gegeben. Da kann man natürlich gucken, ob man diese Diashow beibehalten will oder etwas optisch Ähnliches haben will. Wir können ja einmal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn wir jetzt einfach nur die Bilder in der Diashow austauschen würden. Dazu klickt man einfach hier einmal auf die Diashow. Man kann auch mit Rechtsklick und Inhalt bearbeiten.
damit auf diesen Reiter kommen. Jetzt haben wir hier die drei Bilder, die schon in der Diashow vorhanden sind. Die wollen wir natürlich nicht haben. Deshalb können wir die alle schon mal rauslöschen. Und dann können wir hier einfach auf Bild hinzufügen. Und hier ist jetzt der Bereich, wo man nach Bildern suchen kann, wenn man selbst keine eigenen Bilder von seinen Produkten oder seiner Dienstleistung hat. Dann kann man hier einfach danach suchen. Hier macht es Sinn, auf Englisch zu suchen, dann findet man bessere Bilder und auch mehr Bilder. Auf Deutsch ist das manchmal nicht so einfach, da Bilder zum Themenbereich zu finden. Aber wir haben das Glück und haben eigene Bilder vom Kunden bekommen. Und hier auf diesem kleinen Plus können wir dann Bilder hinzufügen, unsere eigenen Bilder. Und ich habe hier auch schon mal die Bilder vorbereitet, die wir dafür haben. Es sind relativ viele. Genau, ich werde gleich nochmal zeigen, was man davor beachten muss, bevor man diese Bilder hochlädt. Jetzt werden die Bilder einfach hochgeladen und dann hat man sie in seiner Bibliothek hier hinterlegt. Es dauert ein bisschen, je nachdem, wie groß das ist, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Genau, was wichtig ist, bevor man Bilder hochlädt, der Baukasten rechnet die Bilder zwar von der Größe her ein bisschen kleiner, also von der Datengröße, damit die nicht so viel Speicherplatz wegnehmen, aber der Baukasten skaliert die Bilder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild hochlade, was 6000 Pixel breit ist und 5 Megabyte hat, was sehr viel ist, dann kann er das nicht so gut komprimieren. Das bedeutet, er kann nicht so viel Speicherplatz sparen, weil das so groß ist. Deshalb macht es Sinn, die Bilder nur in einer gewissen Größe hochzuladen, also in einer gewissen Pixelbreite. Dazu kann ich einmal die Seite iloveimages.com empfehlen. Da kann man einfach die gewünschten Bilder hier einmal selecten und kann hier sich beliebig viele Bilder auswählen. Wir nehmen jetzt mal einfach zwei als Beispiel. Dann kann man entweder prozentmäßig gucken, dass man die kleiner macht. Hier, wenn das jetzt 600 Pixel in der Breite, das ist ein bisschen klein. Ich mache meistens um die 1200. Das reicht, dann ist das ist meistens so die Breite von der Website. Das passt dann. Man kann jetzt aber hier auch noch einstellen, dass man die Pixelbreite einstellt. Dazu kann man dann einfach hier einmal reinklicken und das eintragen. Dauert dann noch ein bisschen. Achso, die sind schon 1200 groß, weil ich die schon so groß gemacht hatte. Können die natürlich nochmal auf 800 machen. Dann steht hier auch, die werden 800 Pixel breit sein. Das spart einfach viel Speicherplatz und sie sind immer noch groß genug für die Webseite. Man braucht keine Bilder, die 6000 Pixel breit sind. Dann braucht man nur noch Resize Images klicken. Dann werden die ja, skaliert und dann kann man hier auf Download klicken und hat seine Bilder dann in dem gewünschten Format. Was man da noch am besten machen kann, die skalierten Bilder nochmal in tinypng.com reinzustellen. Das können wir auch einmal kurz machen. Genau, hier haben wir nochmal die Bilder, die skalierten. Dann können wir die einfach auf der Seite reinziehen und dann werden die nochmal optimiert. Das heißt, die werden kleiner, also die werden so bearbeitet, dass sie möglichst wenig Speicherplatz verbrauchen, aber die Qualität bleibt halt erhalten. Das ist einfach nur wichtig, damit die Website später schnell lädt. Genau, und dann können wir uns wieder runterladen und haben unsere gewünschten Bilder hier. Jetzt auf 145 Kilobyte und 47 Kilobyte. Das ist eine sehr gute Größe für Bilder. So, das würde ich immer machen, wenn ich meine Bilder hochlade. Manchmal ist das ein bisschen mühselig,
Aber es ist wichtig, damit die Webseite schnell bleibt. So, jetzt haben wir die Bilder hochgeladen. Die sind auch alle schon komprimiert und skaliert. Und jetzt können wir uns die gewünschten Bilder hier auswählen. Macht vielleicht Sinn, wirklich erstmal alle zu nehmen oder eine Auswahl von 8 Stück oder vielleicht sogar 10. Klickt man auf Fertig und die werden schon automatisch hier in der Bildergalerie angezeigt. Genau, dann haben wir schon mal unseren Bereich hier angedeutet. Wir sehen jetzt, dass hier zum Beispiel das noch gar nicht so passt von dem Beschnitt. Wir können natürlich versuchen, das jetzt ein bisschen höher zu ziehen, damit die Bilder besser reinpassen. Sie haben auch noch die Möglichkeit, einzelne Bilder zu bearbeiten. Das haben wir gestern in dem ersten Webinar gezeigt. Da kann man hier einfach auf Bearbeiten klicken und kann das denn dementsprechend ja, zuschneiden, wie man das gerade möchte. Genau. Was auch noch cool ist, finde ich, wenn man jetzt irgendwie ein Bild hat, was man besonders schön findet, dann kann man das hier per Drag and Drop auch einfach nach vorne ziehen und es wird auch sofort als erstes angezeigt. So, meistens hat man hier dann noch so Untertitel, die man einfügen kann. Da kann zum Beispiel jetzt eine Beschreibung des Produktes rein. Da geht man dann einfach auf das Bild, zu dem der Untertitel angezeigt werden soll und kann das hier dann ändern. Hier können wir es ändern. Da können wir zum Beispiel schreiben, schönes Sommeroutfit. So, dann haben wir das schon geändert. Das ändert sich auch sofort. Man kann auch noch einen Alternativtext zum Bild angeben. Das ist wichtig für die Google-Ergebnisse, besonders für die Bildersuche. Wenn jemand jetzt nach einem schönen Sommeroutfit sucht und Sie das hier im Alternativtext angeben, besteht eher die Chance, dazu gefunden zu werden. Genau. Auch für was man immer mal vergisst, wenn man so einen Alternativtext angibt, das ist auch, wenn jetzt sehbehinderte Menschen ihre Seite ansehen, dann wird dieser Alternativtext für diesen Menschen vorgelesen. Wenn er denn so eine Software hat, die ihm die Website vorliest, dann weiß er auch, was auf dem Bild zu sehen sein würde. Genau, dann kann man noch bestimmen, wie das positioniert sein soll, das Bild, ob es links oder rechts sein soll. Mittig macht man natürlich am meisten Sinn. Und wenn man will, kann man auch noch einen Link zum Bild hinzufügen. Da kann man auf eine bestehende Seite in ihrer Seite verlinken oder eine Website-URL oder eine E-Mail-Adresse, was auch immer Sie da haben möchten. In diesem Fall brauchen wir das aber nicht. So, vielleicht ist noch mal interessant, wie denn so die Bilderdatenbank so funktioniert. Wenn wir jetzt hier noch mal auf Bild hinzufügen klicken, könnten wir jetzt auch nach Fashion suchen, also Mode. Und wenn, da können Sie kostenlose Bilder finden, das steht dann auch hier drüber. Und wenn Ihnen da eins gefällt, dann können Sie sich das auch nehmen. Die sind kostenlos, also stehen zur freien Verfügung. Weiter runter gibt es dann auch Premium-Bilder irgendwann. Oder wenn man hier draufklickt auf den Reiter, dann haben wir die Premium-Bilder. Die kosten dann aber auch Geld, die muss man bezahlen. Die kosten meistens so zwischen 3 und 10 Euro. Muss man halt gucken. Also die sind natürlich dann auch qualitativ hochwertiger, ansprechender, aber eigentlich geht das auch gut mit den kostenlosen Bildern. Genau. Oder Sie können hier auch nur nach Webseitenbildern sortieren, also die, die bereits hochgeladen wurden eigentlich. Na, die sind jetzt noch in hochgeladen. Genau. So, das könnten wir jetzt auch erstmal so stehen lassen.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Wenn man jetzt keine Lust hat, jetzt nur so eine Diashow drin zu haben, dann könnten wir auch eine Bildergalerie anlegen. Das kann ich auch einmal zeigen. Aber erst zeige ich nochmal, was für Möglichkeiten es mit der Diashow gibt. Man kann das Design der Diashow nochmal anpassen, zum Beispiel. Dazu Rechtsklick und auf Design bearbeiten klicken. Dann können Sie das Element der Diashow bearbeiten. Da gibt es dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal ganz ohne Untertitel zum Beispiel, einmal mit einem Text und Button, wenn man das denn braucht. Wir haben das jetzt nur mit Untertitel gemacht. Genau, dann können Sie noch die Schrift des Untertitels hier ändern und wie das angezeigt werden soll. Und die Breite und Höhe oder ob es immer auf der vollen Breite angezeigt werden soll. Genau, man kann auch noch eine Überlagerungsfarbe einstellen zu der Diashow, wenn man jetzt hier eine schöne Farbe drüber haben möchte. Aber das wollen wir in diesem Fall jetzt nicht. Man kann auch noch die Pfeile anpassen, die hier an der Seite zu sehen sind. Kann man die zum Beispiel ein bisschen größer machen, zum Beispiel hier 60 Pixel, dann sind die ein bisschen besser zu erkennen. Kann auch die Farbe anpassen, wenn man zum Beispiel dunkle Bilder hat, macht es vielleicht mehr Sinn, weiße Pfeile zu benutzen, damit die auch zu sehen sind. Man kann auch noch die Übergänge anpassen, das heißt, ob es jetzt verblassen soll oder dass er rübergleiten soll. Gucken wir uns einmal kurz an, wenn das denn jetzt weitergeht. Genau, dann gleitet das eher so rüber. Gucken wir noch mal. In diesem Fall finde ich aber einfach verblassen schöner. Das ist einfach sanfter und passt eher zu der Mode. Genau. Dann, was haben wir als nächstes? Wir haben hier nochmal eine Überschrift. Da könnten wir nochmal zum Thema entsprechend was hinschreiben. Zum Beispiel Mode für den Sommer. Das müssen wir natürlich nochmal absprechen, was da nachher genau stehen soll. Dann haben wir. Ups, wo habe ich es jetzt? Nochmal den Text zu der Marke. Den können wir auch einfach kopieren und hier reinpacken. Und dann haben wir auch so gut unsere Seite so gut wie fertig. Hier kann man dann am Ende nochmal Bilder von anderen Marken eintragen, wenn man möchte, genau nach dem gleichen Schema, wie ich das eben schon gezeigt habe. Hier könnten wir dann noch schreiben, weitere interessante Produkte. Interessante Produkte. Einfach damit man den Kunden ein bisschen lockt und zeigt, ey, wir haben noch andere schöne Marken, vielleicht interessiert dich das. Genau. Was ich jetzt nochmal zeigen wollte, man kann nicht nur eine Diashow hier anlegen, man kann auch zum Beispiel eine Bildergalerie anlegen, was ja auch Sinn macht, wenn man so viele Bilder hat. Das können wir jetzt einmal ausprobieren. Dazu können wir jetzt einfach zum Beispiel die Diashow wegklicken. Hier ist so ein rotes X in der Ecke, wenn Sie das sehen. Damit kann man das einfach löschen, dann ist die Spalte leer. Aber wir brauchen ja auch uns keine Sorgen zu machen, weil der Baukasten macht immer ein Backup. So, dann gucken wir einmal nach Bildergalerie. Und hier bei den Elementen kann man sich das Element einfach per Drag and Drop reinziehen in die entsprechende Zeile. So, und dann haben wir hier schon mal so eine kleine vorgefertigte Bildergalerie. Die Bilder wollen wir natürlich jetzt nicht haben. Die sind nur exemplarisch da. Die können wir dann hier mit diesem kleinen X einfach wegklicken. Und dann fügen wir unsere schönen Bilder ein. Genau. Nehme ich jetzt einfach mal wieder so 8 Stück oder na, 10 finde ich eigentlich auch immer gut. So, das geht ganz schnell. Man hat das sofort hier auf seiner Seite. In diesem Fall ist es in so einem Raster zu sehen. In so einem vierspaltigen Raster. Muss man gucken, ob einem das optisch gefällt. Das kann man hier auch wieder unter dem Designreiter ändern. Da sieht man schon, das ist das Layout.
Da sieht man, die sind in der gleichen Größe neben und untereinander angeordnet, gleichmäßig. Hier gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel ein großes Bild hat und mehrere daneben. Das können wir uns auch einmal angucken. Dann hat man hier so vier Bilder und ein großes. Und hier ist das nochmal so angeordnet. Da muss man natürlich gucken, dass das hier auch schönere Bildausschnitte sind. Das können wir zum Beispiel jetzt hier mitmachen. Da haben Sie gesehen, hier hat sich schon mal der Bildausschnitt geändert. Dann haben wir hier noch das zweite Bild. Da genau. Muss man gucken, welche Galerieform denn am besten für die Bilder geeignet ist. Wir haben hier noch mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel hier noch etwas längere. Das macht, finde ich, schon mehr Sinn für diese Seite, damit man auch wirklich die ganzen Outfits sieht. Genau, wenn man jetzt hier raufklickt, hat man hier gesehen, das Bild war noch nicht so schön angeordnet. Kann das hier nochmal so ein bisschen anpassen, wenn einem das noch nicht gefällt. Hier ist es jetzt schwer, so einen Bildausschnitt zu finden, aber das geht schon ganz gut. Beschäftigen wir uns nochmal weiter mit dem Design. Hier haben wir noch so ungleichmäßige Größen. Das macht die Galerie halt so ein bisschen spannender, wenn die ein bisschen ungleichmäßig sortiert sind. Dann wirkt das nicht so einfach und langweilig. Dann ist es ein bisschen spannender. So, man kann zum Beispiel auch hier mit Kreisen arbeiten. Das macht hier jetzt, finde ich, nicht so Sinn. Man will ja auch viel sehen. Ja, hier sind ganz viele Möglichkeiten. So, dann gucken wir mal, was uns am besten gefällt. Ich fand das hier eigentlich ganz gut, weil man da viel vom Outfit immer sehen konnte. Genau, dann kann man hier nochmal bestimmen, ob da Text drauf sein soll, wenn man drüber seine Maus drüber hat, ob das darunter angezeigt werden soll. Das ist hier. Aber das ist dann auch nur, wenn man da wirklich auch Text hinterlegt hat. Genau, dann kann man noch bestimmen, wo der Untertitel angeordnet sein soll, rechts, links, unten. Das ist eigentlich ganz einfach. Was auch cool ist, man kann die Anzahl der Spalten bestimmen. Wenn man jetzt findet, die Bilder wirken zu klein, kann man hier einfach die Anzahl der Spalten ändern. Dann haben wir nur noch drei Spalten. Die Bilder kommen besser zur Geltung. Genau, dann können wir noch bestimmen, ob alle Zeilen sichtbar sein sollen. Wenn wir jetzt sehr viele Bilder haben, dann macht es manchmal keinen Sinn, alle auf einmal zu zeigen in so einer Galerie, weil das dann einfach zu viel ist. Dann kann man hier einfach sagen, ich will nur zwei Spalten. Dann haben wir unsere sechs Bilder. Genau. Dann gibt es hier noch einzelne Optionen, das Bild anzupassen in der Höhe und den Abstand. Manchmal ist es auch ganz spannend, ein bisschen Abstand hier rein zu machen. Zum Beispiel 10 Pixel, damit da so ein bisschen Luft ist. Man kann auch die Ecken ein bisschen abrunden der Bilder. So ein kleines bisschen zum Beispiel. Muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. 1% finde ich immer noch angenehm. Dann wird es auch schon ein bisschen, muss man gucken, ob einem das gefällt. Aber damit würde ich wirklich sparsam umgehen. In diesem Fall würde ich gar keine abgerundeten Ecken nehmen. So. Dann kann man noch Vollbild anzeigen anklicken. Das bedeutet, dass die Bilder immer im Ganzen angezeigt werden. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man hochformatige Bilder und Querformat und Hochformat in so einer Galerie hat. Dann entstehen hier immer diese Abstände. Das reicht ja auch, wenn man einen Bildausschnitt hat. Schön. Kann man noch einen Schatten einstellen, wenn man möchte. Hover-Effekt, also die Hover-Farbe, zum Beispiel schwarz. Wenn man jetzt über so ein Bild rüber hovert. Das ist aber auch nur, wenn man wirklich einen Untertitel zum Beispiel eingestellt hat. Weil sonst braucht da ja kein Hintergrund hinter zu sein, wenn da kein Titel mit auf dem Bild zu sehen ist. So, was haben wir hier noch? Kann noch einstellen die Breite, ob das immer auf der vollen Breite sein soll des Kastens hier. Das macht meistens schon Sinn. Dann noch die Hintergrundfarbe der Galerie einstellen, einen Rahmen und die Schrift, die dort verwendet wird.
Genau. Und natürlich wie immer bei jedem Element, bei eigentlich jedem Element kann man die Innen- und Außenabstände einstellen. So, damit hätten wir schon mal eine schöne Galerie erstellt. Muss man natürlich noch mal gucken, ob einem das am Ende so gefällt. Da muss man ein bisschen rumprobieren, ein bisschen ausprobieren. Aber das macht auch Spaß. So, ja, damit haben wir eigentlich schon eine Seite so gut wie fertig. Genau. Super, Hammer. Also man kann hier schon sehen, wie mächtig allein das Element Bildergalerie ist, was man sich da alles so schön zusammenklickern kann. Frage zwischendurch. Also die Frage kam, ihr könnt die Seiten ganz in Ruhe bauen. Erst wenn ihr auf Veröffentlichen klickt, wird das auch tatsächlich veröffentlicht und auch für alle sichtbar. Und wenn man später Änderungen vornimmt, auch dann kann man diese Änderungen in Ruhe vornehmen und erst, wenn man wieder auf Veröffentlichen klickt, werden diese Seiten aktualisiert halt quasi für alle sichtbar hochgeladen. Das war eine Frage. Die Tools, die Tiny PNG und iLove IMG, sind kostenlos. Ne? Die Frage kam nochmal. Und vielleicht kannst du mal zeigen, das hatten wir gestern, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, wie man ein Bild in einer Zeile auf volle Breite einbaut. Das ist ein Hin. Dass Genau. das über die ganze Seite Ja, geht. Ja, ja. das kann ich immer gerne machen. Das ist kein Problem. Manchmal hat man es ja gerne, dass man oben ein großes Bild haben will, über die ganze Breite. Das heißt, dass hier kein weißer Rand links und rechts zu sehen ist. Dazu fügen wir einfach mal eine Zeile hinzu. Da habe ich einfach hier auf Zeile geklickt, hinzufügen. Zeile oben oder unten. In diesem Fall möchte ich oberhalb dieser Zeile eine neue Zeile haben. Genau. Da möchten wir jetzt ein Bild drin haben, was über die ganze Breite verläuft. Dazu klicken wir jetzt einfach mal hier in Elemente und suchen uns das Bildelement raus. Es gibt auch noch mehrere Wege, das zu machen, aber wir probieren es jetzt einmal so. Dann macht es vielleicht Sinn, ein querformatiges Bild zu wählen. Genau, dann haben wir das schon mal drin. So, und dann kann man hier einmal bei dem Design des Bildes einstellen, dass das über die volle Breite geht. Das heißt, dass es immer die volle Breite einnimmt in dem Kasten, in dem es gerade ist. Und im Moment ist es ja in einer Spalte, die so groß ist, wie wir gerade sehen. Jetzt muss man eigentlich nur noch der Zeile sagen, hey, sei auch bitte auf die volle Breite ausgelegt. Das kann man hier im Zeilendesign machen. Ich zeige nochmal, Zeile, Design bearbeiten. Und dann haben wir das hier Vollbild und randlos. Und dann haben wir das ganze Bild schon auf der ganzen Breite, so wie wir es gewünscht haben. Und es sollte sich jetzt auch so anpassen. Das ist halt dann wirklich immer auf der vollen Breite. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Abstand. Den können wir natürlich rausnehmen in der Zeile. Einfach hier eine 0 und auch eine 0 eintragen. Und dann haben wir hier einen ganzen Bereich auf der vollen Breite mit einem Bild gefüllt. Genau. Haben wir noch weitere Fragen? Nee, aktuell nicht. Alles klar. Ja, wir haben die Seite jetzt soweit fertig. Natürlich muss hier nachher später noch ein bisschen Text rein und hier nochmal Bilder zu den einzelnen Marken eingebunden werden, aber das machen wir erst später. Also es ist jetzt erstmal machen wir jetzt weiter damit, eine Seite zu duplizieren, weil wir wollen ja für dieses Projekt Seiten immer nach dem gleichen Schema aufgebaut haben. Und da macht es Sinn, einfach, wenn man eine Seite ungefähr fertig hat, diese zu duplizieren. Dazu gehen wir auf Seiten. Genau. Da macht es Sinn, hier nochmal den Titel der Seite zu ändern. Das kann man hier auf dem Zahnrad machen, umbenennen und dann muss man nur noch hier den Namen der Seite eintragen, zum Beispiel Charles. Das ist der Markenname. Genau. So, jetzt haben wir die Seite angelegt, die haben wir soweit fertig, wie wir das haben wollten. Und wenn wir jetzt noch weitere Marken anlegen, dann können wir hier auf Duplizieren gehen. Und dann suchen wir uns die nächste Marke raus. In diesem Fall heißt die nächste Marke
Fusawool. Okay. Fusawool. Und schon haben wir die Seite dupliziert. Die taucht dann immer unten auf. Genau, die kann man einfach per Drag and Drop hoch und runter ziehen, wie man möchte. Entweder dieser Seite Projekte untergeordnet oder wenn man das weiter nach links schiebt, ist es eine eigenständige Seite. So, dann füge ich das hier mal ein. Genau, dann will ich das nochmal in Großbuchstaben haben, damit das auch alles gleich aussieht. Genau, jetzt haben wir schon so ganz einfach die Seite dupliziert, haben genau die gleichen Inhalte drauf und dann müssen wir hier nur noch den Namen austauschen, Text einfügen und hier die neuen Bilder der Marke einstellen. Und hier würde man dann nochmal den Text der anderen Marke einstellen. Das würde ich dann soweit machen, wie wir das brauchen. Wir haben jetzt hier in diesem Fall sechs Marken oder so, sechs, sieben Marken. Dann hätten wir hier sechs, sieben Seiten dafür erstellt. Genau, und wenn ich diese Unterseiten erstellt habe, dann würde ich erst anfangen, das auf der Startseite zu bewerben, weil wir dann auch schon die Bilder hochgeladen haben. Dann haben wir die Texte fertig, können auf die Seite verlinken. Genau, das können wir jetzt einfach mal machen. In diesem Fall ist die Startseite Projekte. Das können wir auch nochmal ändern, dass die Marken einzeln auftauchen und nicht unter Projekte, weil das sind ja eigenständige Seiten. Das kann man einfach per Drag and Drop machen. So, die Seite Projekte können wir auch nochmal umbenennen, zum Beispiel in Start. Genau. Und dann würde ich erst, wenn ich diese ganzen Markenseiten fertig habe, also die wichtigsten Themen, dann würde ich anfangen, auf der Startseite das zu bewerben und zu zeigen, hey, hier habe ich die Marke und die Marke. Das können wir jetzt einmal anfangen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Bildergalerie, in der wir die einzelnen Marken vorstellen wollen. Da wir jetzt erst eine fertig haben, würde ich jetzt auch erstmal nur eine hier anteasern. Man kann einfach auf die Bildergalerie klicken, dann öffnet sich hier dieser Inhalte-Reiter. Hier sind die einzelnen Bilder hinterlegt. Und dann sehen wir zum Beispiel hier das mittlere Bild, fände ich zum Beispiel cool, wenn an dieser Stelle ein Bild von der Marke Charles wäre. Dann kann ich hier einfach raufklicken auf das zweite Bild. Dann kann ich den Titel schon mal ändern zu Charles, damit man weiß, um welche Marke es geht. Und dann kann ich hier Bild ändern klicken und mir schon mal ein schönes Bild aussuchen. Muss man natürlich gucken, was einem so gefällt. Sind natürlich alle schön. Deshalb fällt die Auswahl jetzt auch so schwer. Puh. Nehmen wir doch einfach mal das. Und das ist auch dann innerhalb von weniger als einer Sekunde hier eingebunden. Können wir hier auch noch einen Untertitel ändern, wenn wir denn schon wissen, was da rein soll. Ich finde, das wirkt jetzt schon sehr schön. Jetzt muss man sich vorstellen, dass hier in den anderen Bereichen die anderen Marken noch beworben werden. Das heißt, hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch schon, wenn ich denn ein Bild dazu hätte, könnte ich schon die nächste Marke einbinden. Oder ich möchte mehrmals eine Marke hier einbinden und vorstellen. Kann ich das hier auch wieder ändern? Genau. Und so haben wir dann schon langsam auf der Startseite so ein bisschen angeteasert, was auf den Kunden wartet. Wichtig ist hierbei natürlich auch eine Verlinkung zu machen zu der Seite, zu der das führen soll. In diesem Fall wäre das ja auf eine bestehende Seite. Und dann zum Beispiel Charts. Genau. Und dann, wenn man dann hier raufklicken würde, kommt man dann auch direkt zu der Marke. Das machen wir jetzt auch nochmal schön für dieses Bild. Charts. Jetzt können wir kurz, was immer ganz gut ist, um zu testen, ob das funktioniert, kurz in Vorschau-Modus hier oben. Dann kann man hier schon mal gucken, wie das aussehen würde. Genau. Und dann kann man hier einfach raufklicken und kommt schon auf die Unterseite von der Marke. Genau. Und so würde ich dann auch weiter vorgehen und die Startseite bearbeiten.
Aber dazu müssten wir jetzt natürlich erstmal die Markenseiten fertig haben. Aber das machen wir in Ruhe nachher und dann gucken wir mal. Ja. Cool. Da waren so ein paar Sachen bei, die jetzt ganz schnell gemacht wurden, aber ziemlich mächtig sind. Also das habt ihr gesehen, dass Christoph in der Seitennavigation einfach die verschiedenen Seiten verschoben hat. Also angeklickt hat, festgehalten hat, genau, er zeigt das nochmal. So könnt ihr einfach easy die Sachen nochmal umstrukturieren innerhalb des gesamten Auftritts halt, ne? Das ist natürlich sehr interessant. Und genau, durch die Seiten duplizieren hat man schöne Vorlagen, die man dann einfach nachbauen kann und dann schnell halt befüllen kann mit Inhalten. Genau. Auch die Verlinkung wurde gerade nochmal gezeigt von der Startseite auf die Marke. Auch das ist relativ einfach, weil man halt immer sehen kann, okay, bestehende Seite verlinken und dann bekommt man seine Navigation quasi angezeigt. Richtig. Was kommt jetzt als nächstes? Ja, wir haben noch ein interessantes Thema, wenn man schon alle Seiten so fertig gebaut hat nach seinen Wünschen, dann gibt es noch was Interessantes, das nennt sich dynamische Inhalte. Das machen wir hier unter Inhalt. Dann kann man unter Unternehmensinformationen die wichtigsten Informationen angeben. Die haben wir hier natürlich auch schon vorhanden vom Kunden. Da ist zum Beispiel die Telefonnummer, die man sich einmal rauskopieren kann und hier reinkopiert. Kann man auch sagen, ob das die Zentrale ist oder ein extra Standort. In diesem Fall haben wir nur diesen Standort. Genau, dann kann man hier noch die E-Mail-Adresse angeben. Ich zeige auch gleich nochmal, wofür das Ganze gut ist. Facebook-Link habe ich gerade noch nicht, aber hier kann man die einzelnen Social-Media-Konten hinzufügen, seine URL. Und dann haben wir hier noch die Adresse, die kann auch einfach hier rein kopieren. Upp, eigentlich. Genau, mit Straße, Komma, Postleitzahl und Ort. Und dann wird das hier auch schon auf der Karte angezeigt. Dann hat man schon den Standort hinzugefügt. Kann man hier zum Beispiel sagen, Hauptfiliale soll das heißen. Genau. Hier kann man die wichtigsten Unternehmens- und Unternehmensinformationen schon mal einstellen, sodass man die auf der ganzen Seite schnell und einfach einfügen kann. Das kann ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen. Natürlich speichern wir das Ganze hier. Steht ja auch gespeichert. So, und was jetzt cool ist, man hat leichten und einfachen Zugriff auf diese Daten. Zum Beispiel jetzt hier im unteren Bereich in dem Footer möchten wir jetzt Straße und Hausnummer hinterlegt haben. Genau, dazu machen wir den Text hier einmal weg. Und dann gibt es hier einmal dieses Zeichen, was für diese dynamischen Inhalte steht, die wir gerade eingetragen haben. Da klicken wir einmal drauf eigentlich. Na, okay, das funktioniert hier gerade noch nicht. Ja, genau. Man kann das, diese Funktion aufrufen, indem man dreimal die geschweifte Klammer aufmacht. Dann kommt man hier zu dieser Datenverknüpfung. Und dann können wir sagen, okay, wir möchten hier die Adresse angezeigt haben oder die Telefonnummer, alles, was wir eingetragen haben. So, das können wir dann einmal auswählen und speichern. Dann lädt das so ein bisschen. Sollte gleich auch angezeigt werden. Nee, zeigt er leider noch nicht an. Komisch. Eigentlich lädt er das denn immer. Ich mache das nochmal ein bisschen größer, damit man es auch nochmal erkennt. So. Ist natürlich jetzt ein Vorführeffekt. Ja, komisch, vielleicht muss ich nochmal neu laden. So, dann gucken wir nochmal, woran das liegt. Wählen wir das nochmal aus. Das hier zum Beispiel. Ja, es kann natürlich sein, dass das jetzt, weil das Text ist und das Element ist ein Standort, dass das nur für ein
Kartenelement gilt. Deshalb probiere ich noch mal was anderes aus. Wir wollen zum Beispiel die Telefonnummer einbinden. Genau, dann wählen wir die aus. Und dann sollte die eigentlich auch angezeigt werden. Ja, es ist jetzt leider hier so ein Vorführeffekt. Eigentlich sollte dann automatisch hier die Telefonnummer angezeigt werden. Jetzt wird sie angezeigt, genau. So, normalerweise lädt das dann kurz. Man hat das Element ausgewählt. Dann lädt das kurz. Und dann wird hier automatisch die Telefonnummer angegeben. Das hat einfach den Vorteil, dass man schnell auf diese Daten zugreifen kann und nicht immer irgendwo das raussuchen muss oder eintippen muss. Können noch mal gucken, ob wir die E-Mail-Adresse auch noch mal eingefügt bekommen. Wie gesagt, das macht man mit dreimal geschweifte Klammer auf, dann wird diese Funktion aufgerufen und dann kann man sich hier diese Elemente, die man angelegt hat, auswählen. Zum Beispiel hier die E-Mail-Adresse speichern. Dann sollte es eigentlich auch kurz laden und angezeigt werden. Das ist hier gerade ein Vorführeffekt leider. Dann laden wir nochmal die Seite neu. So, dann wird es auch schon angezeigt. Normalerweise passiert das innerhalb von unter einer Sekunde, dass das geladen wird. Jetzt hat das anscheinend ein paar Probleme. So, das sind soweit die dynamischen Inhalte. Man kann auch noch andere Inhalte anlegen, sowas wie Öffnungszeiten oder andere wichtige Inhalte, die man immer mal irgendwo einfügen möchte. Dafür ist diese Funktion ganz praktisch auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja mal die MVZ-Seite zeigen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die URL ist. Da haben wir es halt gemacht, dass wir dann eine ganze, die, genau, da ist die rechte Seite, die Sprechzeitenseite zum Beispiel. Das Ding ist auch gebaut in unserem Baukasten. Die haben wir gebaut für den Kunden. Und da sind quasi die Sprechzeiten, Notfallsprechstunde, also alles, was sich im rechten Bereich befindet, ist quasi über verschiedene dynamische Inhalte gebaut, sodass man es halt nur einmal zentral pflegt, weil diese Spalte ist auf allen Unterseiten halt sichtbar. Dann kann man immer wieder über diese geschweiften Klammern, das ist ein bisschen tricky, diese Daten halt einfügen und anzeigen lassen. Also sehr, sehr mächtig und sehr sinnvoll, dass halt zentral solche Dinge gepflegt werden. Genau. Genau Schön, das. meistens funktioniert es ja auch, die Funktion ohne weiteres. Das kann ich auch noch mal kurz zeigen, weil wenn man jetzt noch mal in seine Unternehmensinformation geht, dann kann man das hier auch ändern und alle Inhalte, die damit verbunden sind, werden dann auch geändert. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Bindestrich zum Beispiel rausnehme, einen Schrägstrich da einstelle, dann würde sich das an der Stelle, okay, in dem Fall darf man das nicht so angeben. Dann machen wir hier zum Beispiel eine plus 4,9. Genau, das ist korrekt. Und wenn wir das jetzt speichern, dann sollte das rein theoretisch auch an den Stellen, an denen wir das so eingebunden haben, automatisch geändert worden sein. Natürlich nicht. Laden wir die Seite nochmal neu. Ja, normalerweise wäre das jetzt so. Vielleicht muss man es nochmal aufrufen. Ja, tut mir leid, dass das heute nicht so funktioniert, wie es heute. Normalerweise würde sich das dann halt dementsprechend auch ändern. Das ist halt so der Vorteil dieser Funktion. So, jetzt haben wir das auch nochmal genau. In der mobilen Ansicht kann man zum Beispiel auch so einen Telefonhörer mit einbauen, wo man dann gleich draufklicken kann und dann wählt ihr auch die Nummer. Und diese Nummer, die wir jetzt gerade eingehackt haben, die ist jetzt auch bei der mobilen Nummer in der Smartphone-Ansicht halt auch hinterlegt. Das heißt, man kann die zentral pflegen. Die wird zum einen zentral angezeigt und zum anderen ist sie zentral auch verlinkt dann halt mit der richtigen Nummer. Deswegen konnte man da jetzt auch keinen Schrägstrich eingeben, weil das halt für das Telefon nicht verständlich ist, wenn da ein Schrägstrich drin ist. Deswegen Plus 49 geht natürlich für Deutschland, aber alle anderen Sonderzeichen funktionieren ja nicht. Deswegen war das kurz ein bisschen hakelig. Soll ich dann schon mal mit dem Kontaktformular weitermachen? Muss ich sagen. Passt zeitlich noch rein, ne? Genau, das ist. Genau. Einer der wichtigsten Funktionen natürlich, um im Kontakt zu bleiben, ist das Kontaktformular. Hier ist das schon eingefügt, natürlich. Wir wollen das aber einmal von Grund auf machen, wenn wir ein neues Kontaktformular da einbinden.
Deshalb löschen wir das hier einmal. Genau, dafür gehen wir einfach wieder hier zu den Elementen, suchen nach Map geht leider, glaube ich, nicht. Karte, dann haben wir hier die Karte, ach nee, Karte wollten wir gar nicht, wir wollen das Kontaktformular. Genau, da haben wir es, das können wir auch wieder einfach per Drag and Drop hier reinziehen. Und dann wird uns hier schon gewünscht, so Standardfelder vorgeschlagen. Man kann die beliebig ergänzen, wenn man möchte. Und hier wird schon das Menü dazu angezeigt. Man kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt hier beim Namen etwas ändern möchte, kann man einfach auf das Feld hier im Editor klicken, kann die Bezeichnung hier ändern, zum Beispiel, dass da nur Vorname steht. Genau, dann kann man hier noch den Feldtyp auswählen. Vielleicht kennen Sie das, dass man zum Beispiel ein Kontrollkästchen hat oder eine Auswahl von Elementen oder dass man die Option hat, einen Dateianhang anzuhängen oder ein Datum auswählen oder eine Zeit, Text, E-Mail-Adresse. Hier sind ganz viele Optionen. Oder was auch ganz wichtig ist, so ein Opt-in-Feld, dass man den Datenschutzbestimmungen zum Beispiel zustimmt. Ja, das kann hier alles ganz einfach auswählen. Dann kann hier noch sagen, ob die Bezeichnung überhaupt angezeigt werden soll. Macht meistens eigentlich schon Sinn. Dann kann man hier noch sagen, ob es ein Pflichtfeld ist oder nicht. Das bedeutet, wenn Sie das hier jetzt angehakt haben, dann muss hier etwas drinstehen in diesem Vornamefeld, sonst wird das Formular nicht abgeschickt. Genau. Dann hat man hier noch die Funktion, dass eine neue Zeile ab diesem Feld startet. Das macht Sinn, wenn man schon in der zweiten Reihe ist oder wenn man hier zum Beispiel das E-Mail-Feld hat, dass das dann in der zweiten Reihe beginnt. Das wollen wir in diesem Fall nicht. Genau, dann haben wir noch so Telefon. Da kann man auch immer gucken, dass man das Richtige auswählt. Die Telefonnummer, wir wollen da keine Texte drin haben. Wir wollen da wirklich eine Nummer drin haben. Deshalb geben wir hier diesen Feldtyp Telefonnummer ein, damit das auch von der Webseite automatisch geprüft wird, ob das eine Nummer ist oder nicht, damit wir da auch keinen Quatsch drin stehen haben. Genau, dann kann man hier noch Recapture-Validierung hinzufügen. Das ist nochmal so ein extra Sicherheitspunkt. Genau, das wird erst angezeigt, wenn das dann auch wirklich aktiv ist. Also wenn wir es vielleicht in der Vorschau oder wenn es veröffentlicht ist, anschauen. Das ist einfach meistens so ein Kästchen, was man nochmal anklicken muss, um zu bestätigen, dass man auch wirklich ein Mensch ist und kein Roboter, der irgendwie versucht, auf die Seite zuzugreifen. Das dient einfach nochmal zur Sicherheit. So, was vielleicht nochmal wichtig ist oder cool ist zu sehen, dass man hier ein Feld hinzufügen kann. Man kann hier beliebig viele Felder hinzufügen. Wir könnten jetzt zum Beispiel nochmal sagen, ich möchte einen Dateianhang hinzufügen. Genau, dann wählen wir nochmal den Feldtypen aus. Da müssen Sie natürlich gucken, was Sie so für Ihr Formular möchten und brauchen. Dann sagen wir, wir wollen vielleicht noch ein Pflichtfeld haben, dass man auf jeden Fall eine Datei hochladen muss. Kann man, genau. Das ist so das Gröbste, was man dazu wissen muss. Wichtig ist natürlich, dass man hier auf Übermittlung klickt und den Empfänger einstellt. Da würden wir dann auch die E-Mail-Adresse, an die dieses Kontaktformular gehen soll, eintragen. In diesem Fall ist es diese E-Mail-Adresse hier. Genau. Wenn Sie das nicht tun, landet die Mail bei Timo. Und ja, das wäre natürlich nicht so schön. Deshalb immer dran denken, hier den Empfänger einzustellen. Das stimmt. Das ist das Wichtigste an diesem Formular gelöt. Tatsächlich bekommen die Mails dann ich und ich schicke die dann an den eigentlichen Empfänger mit einem Hinweis und einem Link zu dem Video, wie man das einstellt halt, ne? Also das ist halt leider, vergisst man das schnell, weil es einfach nicht angezeigt wird und man davon ausgeht, dass es irgendwo hingeschickt wird, aber es wird halt nirgendwo hingeschickt, außer zu mir. Also da bitte den Namen eintragen und
was Christoph schon gesagt hat, auch testen das Formular. Wenn das dann online ist und veröffentlicht ist, selbst mal eine Mail an sich selbst schicken, quasi über das Kontaktformular, um das auch zu testen, dass es noch funktioniert. Und wenn man was geändert hat am Formular, irgendwann mal später, wenn man noch ein Feld dazu gebaut hat oder sonst was, wieder testen. Weil das Kontaktformular ist in so einer Seite, wo es eigentlich nur darum geht, halt jetzt Marken vorzustellen und den Laden vorzustellen. Natürlich ist das Kontaktformular eins das einzige Interaktionsmedium dieser Seite, was Sie haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist die Website vielleicht überflüssig. Also testet das Kontaktformular bei jeder Änderung und auch wenn ihr es neu eingestellt habt. Genau. Ja, sehr schön. Auch nochmal gut zu wissen. Man kann hier nochmal den E-Mail-Betreff eingeben, zum Beispiel Nachricht über das Kontaktformular, damit man sofort weiß, wenn man die E-Mail bekommt, woher das auch kommt. Könnte man hier noch sagen, von wo das gekommen ist, zum Beispiel von, in diesem Fall von Dan Art heißt der Laden. Kann man hier noch einstellen, was die Aktionen nach der Übermittlung sind? Das bedeutet, was angezeigt werden soll, wenn das Kontaktformular abgeschickt wurde. Da könnte man jetzt den Text einfach drin lassen, dass sie sich so schnell wie möglich melden. Oder falls ein Fehler aufgetreten ist, auch nochmal hier einen Text einstellen kann man. Genau. Hier könnte man noch einen Conversion Code für das Kontaktformular einbinden. Willst du da noch mal was zu sagen, Timo? Ja, gerne. Das geht mit bei vielen anderen Baukästen nicht. Und Conversion Code heißt, man kann, wenn man zum Beispiel mit Google Werbung schaltet, dann kann man in Google Werbung, in Google Ads, bekommt man einen sogenannten Conversion Code, der auf die eigene Seite gebaut wird und dann sich meldet, sofern eine gewünschte Aktion auf der Website stattgefunden hat. Klingt jetzt ein bisschen sperrig. Also, wenn jemand das Kontaktformular ausfüllt, weil er irgendwas zu einer Marke wissen möchte, dann ist es ein Ziel dieser Seite erfüllt. Und mit diesem Conversion Code kann man dann entsprechend dieses Ziel quasi melden an Google Ads. Und in Google Ads wiederum kann man sehen, jemand hat den Begriff, wie heißt die Marke hier? Charles und wie heißt der Ort? Ahrensburg. Charles Ahrensburg angegeben, kam auf meine Website und hat das Kontaktformular ausgefüllt. Und das kann ich dann sehen, sofern ich einen Conversion Code in das Kontaktformular eingefüllt habe. Das ist ein bisschen komplex jetzt, aber ist einfach eine Kontrolle der Zielerfüllung der Seite. Also für uns Marketingmenschen ist das normal, dass man sowas messen kann, aber man muss es halt hier entsprechend dann diesen Conversion Code halt einfügen. So, das dazu. Sehr schön, ja, das war so das Wichtigste zu dem Kontaktformular. Man kann hier unter Design natürlich nochmal die Optik ändern, dass man zum Beispiel Felder hat, die so aussehen. Hier nochmal neben, dass die Bezeichnung neben dem Feld ist oder in dem Feld und nur eine Linie. Da muss man gucken, wie einem das optisch gefällt. Vorher war es ja so, das fand ich eigentlich ganz passend zum Template. Noch auswählen, ob es rechts oder linksbündig sein soll. Genau, dann haben wir hier noch, kann man noch einstellen, wie die Felder aussehen soll, die Hintergrundfarbe, wie der Rahmen aussehen soll, wie der Button, der hier unten ist, aussehen soll, wie breit der sein soll. Das kann man alles ändern, wenn man möchte. Meistens sieht das aber auch schon so ganz schön aus vom Template her. Genau. Bilder haben wir da ja gerade nicht drinne. Genau. Hier kann man nochmal den Rahmen des ganzen Formulars ändern mit Hintergrundfarbe. Hier nochmal den Formulartitel. Also hier haben Sie ganz viele Designoptionen für das Formular, damit Sie es möglichst individuell gestalten können. Auch nochmal hier, wie man nachher, wenn das Formular ausgefüllt wurde und abgeschickt wurde, wie diese Nachricht aussehen soll, die hier erscheint. Das kann man auch hier alles noch einstellen. Und natürlich die Abstände, wie bei jedem Element auch. Ja, das war's soweit zum Kontaktformular. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen? Nee, also Fragen sind nicht mal reingekommen. Ja. Ich würde jetzt auch so ein bisschen auf die Tube drücken, weil bei uns schon um 13 Uhr das nächste Webinar hier ansteht, mit der IHK nämlich. Genau, ich übernehme mal eben den Bildschirm.
Also merken, Kontaktformular, mega wichtig, immer einbauen und vielleicht auch noch nebenbei sei erwähnt, dass auf dem Kontaktformular es auch Sinn macht, mein Bildschirm, jetzt einmal hier mal gucken hier, es auch Sinn macht natürlich, eine Adresse anzuzeigen. Jetzt seht ihr das falsche Fenster. Jetzt seht ihr das richtige Fenster. Genau, also nochmal sortiert. Auf der Kontaktseite nicht nur ein Kontaktformular, sondern auch Kontaktdaten, Telefonnummern, Anschrift und so weiter, weil man sucht auf der Kontaktseite nach Kontaktdaten. Viele meinen ja, wieso ist so alles klar, ist so immer als Impressum drin, aber nicht jeder weiß, dass er im Impressum immer nach den Kontaktdaten suchen muss, um halt Kontakt aufzunehmen. Ne? Entweder im Footer unten, also in der Fußzeile, die Kontaktdaten drin und auf der Kontaktseite auch nochmal Name, Anschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, kann man da alles draufschreiben und zusätzlich das Kontaktformular für die, die gleich da eine Mail loslassen wollen. Okay, cool. Das war's. Ich gucke mal, hier ist noch irgendwie. Okay. Morgen schließen wir alle Fenster, die wir nicht brauchen, damit das nicht so wieder aussieht. Ein Wunsch einer Zuhörerin. Danke für den Tipp. Wer jetzt noch keinen Baukasten von euch hat, der holt sich den jetzt bitte ganz schleunigst. Immer noch ist der Gutschein nämlich aktiv, endlich online. Damit könnt ihr den Baukasten, den mittleren Baukasten, der normalerweise 9,90 € pro Monat kostet, ein Jahr lang kostenlos benutzen. Danach wird er dann kostenpflichtig, aber ihr könnt jetzt ein Jahr lang das Ding nutzen, eure Seite aufbauen, da ist eine Domain mit drin, da sind E-Mail-Adressen mit drin. Da könnt ihr also jetzt komplett, wenn ihr noch nichts habt, online starten und damit loslegen. Gerne weitersagen. Wir freuen uns über jeden neuen Baukastenkunden und ja, freuen uns auf morgen. Morgen geht es dann weiter mit Seitenbauen und Hausaufgabe für heute: Baut eure Seiten schon mal in der Navigationsstruktur zusammen. Ich weiß gar nicht, was die Hausaufgaben gestern waren. Ich werde sie heute auch nicht mehr abfragen. Genau, dann freuen wir uns auf morgen und bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss.